So, dann legen wir los. Erstmal herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach der doch sehr energisch geführten Partie der TSG Neustrelitz gegen den ersten FC Magdeburg. Spielergebnis, denke ich, ist bekannt. Die TSG verliert heute 1:0. Wir haben, denke ich mal, das erwartete Spiel gesehen, zumindest was das Niveau anbelangt, sind wir doch hier relativ ordentlich belohnt worden und gehen jetzt in die Spielanalyse und beginnen mit unseren Gästen, mit Herrn Jens Hertel. Bitte schön. Ja, also bevor wir jetzt zu dem Spiel kommen, muss man natürlich die Vorgeschichte kennen und die begann am Mittwoch noch in den 720 Minuten, die dann nicht belohnt wurden, sind im Landespokalspiel gegen Halle. Das hat uns sehr, sehr viel Energie gekostet. Da kam der Freitag dazu, wo Zwickau 0-0 gespielt hat in Berlin, wo dann natürlich ein bisschen der Ball auf dem Elfmeterpunkt lag und das war jetzt psychologisch für die Mannschaft extrem schwierig und von der Seite hat sich das überragend gemacht. Von der Mentalität, von dem Willen, sag ich mal, nochmal die letzten Körner rauszuholen, auch mit den Umstellungen, die uns wieder reingekommen sind, haben sich da reingekniet. Ich denke, es war von unserer Seite, wir haben in der Rückrunde, denke ich, schon bessere Spiele gemacht, aber wir haben auch bei einer starken Mannschaft gespielt und haben unterm Strich, denke ich, auch verdient. Oh. Vielleicht williger, um das Spiel unbedingt gewinnen zu können. Und, von der Seite her bin ich hochzufrieden, ein schwieriges Spiel gewonnen zu haben. Danke. Danke, Jens. So, und wir gucken uns das Ganze mal an aus der Sicht der TSG Neustrelitz und unserem Trainer Andreas Pedersen. Ja, hallo erstmal. Wie sagt man, muss es auch noch mal sacken lassen. Wir haben einen großen Teil geboten, wenn ich an die Gesichter der Zuschauer gucke, der Fans, der Mannschaft. Alle sind sehr, sehr traurig. Ich halte beifach, wo kommen wir her? Wo wollen wir hin? Wir haben gegen den Spitzenreiter ein richtig gutes Spiel gemacht. Ich glaube schon, dass wir die bessere Mannschaft waren, ohne nicht gegen uns. Eine richtig geile Situation, bevor überhaupt dieser dämliche Winner kam, der kam aus dem Nichts, das war ja kein kleiner Angriff, das ist einfach ein langer Ball gewesen, wo einfach die Verteidigung, die dort einfach keine Abstimmung hat und der war berechtigt und mit diesem Elfmeter ist natürlich es schwer gewesen. Wir haben viel investiert in der zweiten Halbzeit, also ich habe da, bevor eine Magdeburg Chance war, habe ich eher nochmal zwei, drei von uns gesehen für den Ausgleich. Wir hatten ja 100%, das waren nur eine, das waren bestimmt zwei, drei, die wir einfach. Die letzte Konsequenz hat Magdeburg ausgezeichnet, sie haben ein Tor gemacht und wer ein Tor schießt und wir haben reingeschossen, dann ist das irgendwo unterm Strich ein glücklicher verdienter Sieg. Da wird Fußball dran gemessen, Fußball ist Ergebnissport. Aber wir müssen ja gar nicht enttäuscht sein, wir müssen auch nicht rechtfertigen für das, was wir heute geleistet haben, weil ich viel Positives gesehen habe. Wir dürfen jetzt nicht größenwahnsinnig werden, wir haben weiter Highlights vor uns. Auch Auerbach wird ein Highlight, ist ein Highlight. Wir wollen jetzt uns nicht nur auf Rostock stürzen, weil auch das wird ein schweres Brett. Wir haben, glaube ich, Magdeburg heute alles abverlangt. Mehr kann man gar nicht tun, denn als wir hier angefangen haben, war es Tabellenplatz 15. Jetzt sind wir höher peu nach oben geklettert, haben uns was erarbeitet. Der Verein, die Fans, die Mannschaft, die Trainer haben sich das alles hart erarbeitet. Und wir kommen nur über diese harte, ehrliche Arbeit. Wir sind fit, wir können richtig geil kicken, finde ich. Und wenn wir vorne drin noch ein Tuck entschlossener wären, gieriger wären, diese Gier, diese Geilheit. Ich glaube, ein Beck mit unserer Mannschaft hätte heute mindestens zwei, wenn nicht sogar drei Tore geschossen. Das war der Unterschied eigentlich. Ja, der holt den Elfmeter raus und wir sind da eben täglich dran gescheitert, aber ich mache der Mannschaft überhaupt keinen Vorwurf. Ich ziehe gut davor, wünsche Jens, wünsche Magdeburg natürlich auch alles erdenklich Gute. Wir werden uns auf uns weiter fokussieren, konzentrieren. Ich wünsche allen einfach nochmal einen schönen Sonntagnachmittag, einen Sonntagabend. Und wie gesagt, kommen Sie so zahlreich wieder, das hat Spaß gemacht. Und wir werden weiter Gas geben und wollen nochmal alles versuchen, hier nochmal auf Punkte einzufahren. Dankeschön. Zur weiteren Analyse, das heißt, wir spezifizieren das Ganze und hören jetzt das, was andere morgen wieder schon in der Zeitung lesen. Herr Schütt. Ja, Matthias Schumacher, Herr Pedersen.
ja, was überwiegt oder was schmerzt jetzt ein bisschen mehr? Die Niederlage doch heute gegen den Externen oder die ja doch schwere Verletzung von Daniel Bittner, der ja, so wie es aussieht, der Rest der Saison nicht mehr zur Verfügung stehen wird? Es tut beides weh. Also ich hätte heute gerne spielen, das gebe ich auch zu. Aber auch Daniel Bittner tut mir sowas von leid, weil der hat sich jetzt hier reingebissen in den letzten Wochen. Und als ich dann irgendwie nachgeschaut, Patella sind gerissen, heißt es ja, er fällt für den Rest der Saison definitiv aus. Wir haben jetzt trotzdem nur noch einen Tor. Das ist halt so. Wir haben noch schwere Wochen vor uns. Mal sehen, was uns noch einfällt. Ich denke mal noch vereinslose Torhüter, aber das ist erstmal, primär als erstmal uns mit dem Spiel heute noch mal kurz beschäftigen. Und wir werden natürlich Daniel eine Unterstützung geben, die er braucht. Und das Spiel heute, war es mir noch ein bisschen traurig und hätte gerne heute einen Punkt geholt. Aber das, wie gesagt, entscheidend ist immer das Wie. Und wir haben uns heute richtig gut dargestellt. Und bei Daniel drücken wir alle Daumen und er kriegt alle Unterstützung, die er braucht, um schnellstmöglich wieder zur Mannschaft zu kommen. Ja, ich denke mal, der andere Daniel, der dann jetzt ins Tor oder der jetzt in den Spielen im Tor steht, wird sicherlich auch von der Mannschaft alle Unterstützung bekommen. Man hat ja dann doch heute in einigen Situationen gesehen, dass da die Abstimmung ja noch nicht ganz so perfekt war. Ja, ein Tor, das ist immer schwer. Ja. Also Wechselspieler wechseln öfters in so Spielen. Der Wechseltorwart ist halt Wechseltorwart und hat, kann ja nicht irgendwo losziehen jedes Wochenende und die Torhüter wechseln. Das macht man nicht. Ich glaube, der Jens hat das gleiche Luxusproblem. Zwei richtig gute Torhüter und der eine muss halt auf diese Chance warten. Und wir haben gemerkt, als er reinkam, das fehlte eben noch diese sogenannte Abstimmung und das war eine unglückliche Situation zum Elfmeter. Aber wir haben ja auch Vertrauen in Daniel Strehle. Das ist ein richtig guter Torhüter und der muss jetzt wachsen, muss auch beweisen, übertrieben jetzt, dass er Eiernose hat. Und wenn ihr Gas gibt und versucht mit uns gemeinsam ein paar Punkte zu holen, darum geht es einfach. Sehr schön. Gut, dann werden wir morgen lesen können, was aus dem Gesagten gemacht wird. Ich wünsche allen noch einen wunderschönen Sonntag am Ende. Es ist überhaupt nicht schlimm, wenn wir uns nächste Woche in der Fülle wiedersehen und dann gestern.